Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Videopodcast Ich will dich verstehen, Familienaufstellung für Pferde. Gerade ist das Buch, das ich schreibe, in den letzten Zügen und ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, einen kleinen Einblick in dieses Buch zu schenken. Ich möchte gerne Sie anstecken mit der Begeisterung, dass Sie sich trauen, Ihr Pferd besser kennenzulernen, vielleicht auf eine neue Art und Weise kennenzulernen mit der Möglichkeit der Aufstellungstechnik. Im Verlauf des Buches werde ich natürlich sehr differenziert darauf eingehen, was bedeutet überhaupt Familienaufstellung. Technisch ist der Begriff systemisches Aufstellen eigentlich richtiger, weil klassisch heißt Familienaufstellung eigentlich, dass die Familie aufgestellt wird. Wenn Sie mein Buch studieren, werden Sie bereits am Anfang immer wieder erkennen, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Ich habe kranke Tiere in die Praxis bekommen, habe da auch am Anfang teilweise die Familie für das Pferd aufgestellt. Aber im Verlauf der 20 Jahre, seit ich Aufstellungsarbeit mache, hat sich einfach sehr viel Verschiedenes entwickelt. Es ergab sich, weil ich traumatisierte Pferde bekam, die einen Unfall hatten. Da spielt natürlich die Familiengeschichte nicht unbedingt eine Rolle. So habe ich auch Pferde mit Verhaltensauffälligkeiten, die durch Mobbing, durch andere Situationen in einer Stallgeschichte, in einen schwierigen Kontext kamen. Auch gibt es natürlich Pferde, die in einer Herdenkonstellation Probleme haben, die aus der Herkunftsgeschichte durch die Zucht Probleme haben. Auch gibt es die Themen, dass das Pferd Konflikte hat, weil es für den Besitzer Themen übernimmt. Dazu wird es in dem Buch viele Fallbeispiele geben, wo Sie sicherlich Einblicke bekommen. Wie ist das? Wie kann man das verstehen? Die Bilder sind sicher sehr schön geworden, um die Aufstellung ein Stück nachempfinden zu können und auch die Vielfalt der Aufstellungsmöglichkeit betrachten zu können. Ich möchte jetzt hier in diesem Video Ihnen einfach nur eine Idee davon geben, was es bedeutet, was ich in dem Buch auch ausführlich erkläre. Wie können Sie denn eigentlich beginnen, für Ihr Pferd aufzustellen? Und ich habe hier als Stellvertreter einen Stuhl genommen und meine Aufsteighilfe, die aus der Reithalle ist. Das heißt, sind Sie einfach, an dieser Stelle möchte ich Sie bereits motivieren. Sind Sie kreativ? Sind Sie konstruktiv? Schauen Sie, was leicht geht. Das heißt, wenn Sie hier zwei quasi benannte Stellvertreter haben, dann nehmen Sie den Stuhl für sich und fühlen mal mit der Atmung. Wo möchten Sie denn hinstellen? Mit der Idee, ich möchte mein Pferd besser verstehen. Wenn Sie sich mit Aufstellungen jetzt schon ein bisschen beschäftigt haben oder eine spezielle Frage haben, warum kann mein Pferd nicht durchlässiger beim Reiten sein? Warum kann es die Hand nicht besser annehmen? Warum kann es den Schenkel nicht umsetzen? Warum habe ich immer Schwierigkeiten mit dem Reitlehrer? Vielleicht, warum hat mein Pferd ständig Husten? Warum neigt mein Pferd zu Koliken? Die vielfältigen Aspekte, die ich eben im Buch beschrieben habe, können dann später natürlich aufgestellt oder auch dazugestellt werden. In dieser Grundaufstellung möchte ich eben, dass Sie einmal einen Stuhl für sich nehmen, den so hinstellen, wie es für Sie passt. Dann nehmen Sie den Stuhl bzw. hier mit den Aufstehhocker für Ihr Pferd und versuchen mal, wo steht es hier. Im Grunde ist es ganz einfach am Anfang. Sie setzen sich erstmal auf sich selber und warten einfach, was da so passiert. Die erste Frage ist immer, wie fühlen Sie sich, wenn Sie sich hinsetzen? Ich merke, dass ich hier jetzt relativ entspannt bin. Mein Blick schweift aber immer da vorne auf die Wiese zu den Kühen. Sie könnten natürlich sagen, naja, ich bin noch nicht konzentriert bei der Sache. Aber ich glaube, genau das macht die Aufstellungsarbeit aus, dass Sie respektieren, dass Sie realisieren, dass die Außendinge ganz oft genau zur Aufstellung dazugehören. Das heißt, dass ich mich jetzt nicht auf mein Pferd konzentrieren kann, ist ja vielleicht Teil Ihres Problems, das ich jetzt hier nur andeuten kann, weil es natürlich keine echte Aufstellung ist. In echten Aufstellungen ist es aber ganz oft so, dass wir manchmal unser Pferd nicht verstehen, weil wir zu sehr im Kopf sind. Weil wir denken, was könnte es denn haben? Passt der Sattel nicht? Passt das Futter nicht? Passt der Reitlehrer nicht? Passt der Stall nicht? Und spüren gar nicht, dass wir nicht bei der Atmung sind, dass wir es gar nicht vielleicht von innen heraus betrachten können. Um dies jetzt einfach in Ihrem Körper und für Sie selbst bewusst zu machen, gehe ich jetzt einfach von meinem Platz weg und setze mich eben mal mit meinem Bewusstsein auf mein Pferd mit der Frage, wie geht es dir heute? Und auch da
beachte ich, betrachte ich einfach erstmal, welche Körpersprache möchte sich entwickeln. Und ich merke, dass ich hier eine sehr fast ablehnende Haltung einnehme, weil ich mich nicht gesehen fühle. Und ich erinnere mich jetzt an eine Geschichte, in der ich auch erläutere, dass ich bereits, wenn ich mein Pferd von der Wiese hole, mich darauf konzentrieren möchte, wie geht es dir heute, wenn ich es aus der Box hole, wenn ich es putze. Hier auf dem Pferd fühle ich mich nicht wirklich gesehen, nicht wirklich beachtet. Das heißt, wie oft, ohne Schuldgefühle jetzt hier aufkommen zu lassen, ich möchte einmal rausgehen und nochmal über diese Situation sprechen, dann gehen Sie vielleicht auch selber auch ein bisschen ein Stück aus der Aufstellung rauf, eben ohne Schuldgefühle. Wie oft kommen Sie vielleicht in den Stall und sind beschäftigt mit Ihrem Problem im Job, mit Ihrem Partnerproblem, mit den Kindern, weil Sie einfach Schmerzen haben und krank sind, weil Sie vielleicht finanzielle Sorgen haben, weil Sie Angst haben vor dem Reitlehrer, weil Sie Stress haben mit bestimmten anderen Stallbesitzern, weil Sie Sorge haben um Ihr Pferd. Ist es schon wieder krank? Lahmt es schon wieder? Was ist da los? Und wie oft ist es möglich, dass Sie erstmal, bevor Sie Ihr Pferd aus der Box nehmen, es vielleicht, das, was ich jetzt in der Umstellung mache, wirklich sich dem Pferd zuwenden. Ich stelle jetzt mal bewusst um, dass Sie sich zum Pferd öffnen und wirklich mit dieser Frage es betrachten, wie geht's dir heute? Wie waren die letzten Tage? Wie war der Aufenthalt im Paddock? Wie war das für dich, beritten zu werden, vom Reitlehrer, von der Reitbeteiligung geritten zu werden? Aber ich möchte jetzt mit dieser Stelle auch bewusst machen, mit etwas weniger Text und mehr gefühlter Atmung und Hinwendung. Und dass dann vielleicht auch eine Pause kommen darf und ich jetzt bewusst mal spüre, dass ich jetzt in der Aufstellung die Füße am Boden hinstelle, Bodenkontakt habe und mal versuche, aus dem Kopf in meinen Körper zu kommen und es wirklich zu betrachten. Und ich merke jetzt, dass ich plötzlich Licht und Schatten sehe, der sich hier auf dem Hocker widerspiegelt, dass ich plötzlich die verschiedenen Grashalme wahrnehme. Das habe ich vorhin alles nicht gesehen, da war ich im Außen bei anderen Dingen. Jetzt setze ich mich nochmal auf das Pferd und ich merke schon, ich muss mich gar nicht mehr von meinem Gefühl her gar nicht mehr so verschränkt und ablehnend hinsetzen, sondern ich merke, dass ich mich so offener hinsetzen kann und es fühlt sich so warm an in meinem Herz. Ich spüre so, sie will wirklich mich sehen. Das macht natürlich erstens beim Pferd ein intakteres Immunsystem, wenn die Energie fließt. Zweitens wird das Pferd automatisch, egal welchen Stil sie reiten, ob Western, Dressur, Springreiten, Ausreiten, Natural Horsemanship. Wenn die Energie mehr durch den Körper fließt, kann die Bewegung automatisch mehr von hinten nach vorne fließen. Das ist ja für alle letztlich wichtig, dass das Pferd nicht auf der Vorhand klemmt. Das heißt, es wird hier oben im Brustbereich, spüre ich, dass ich aufrechter sitzen kann. In 20 Jahren Aufstellungsarbeit für die Pferde merke ich, in dem Moment, wo ich mich hier aufrichten kann, muss das Pferd nicht so auf der Vorderhand laufen. Das heißt, es kann sich automatisch etwas mehr auf die Hinterhand setzen, weil automatisch die Energie freier fließt und auch durchs Genick freier fließen kann, dass das nicht so, ich übertreibe jetzt mal, eingeklemmt ist. Das heißt, durch diese Aufrichtung spüre ich einfach durch diesen positiven Energiefluss, dass ich auch mit meiner Körpersprache sensibler rüberkommen kann. Das heißt, ich muss nicht beißen, damit sie merkt, hallo, der Sattel zwickt. Ich muss keine Kolik bekommen, um zu sagen, hallo, hier stimmt was nicht, ich fühle mich nicht wohl, ich vertrage das Futter nicht oder ich habe andere emotionale Probleme, die sich in meinem Darm jetzt hier in meinem Bauchraum äußern. Das heißt, ich spüre, dass unsere Kommunikation feiner wird. Ich kann mich leiser mitteilen. Und es ist nicht das, was wir uns alle wünschen. Ich gehe jetzt noch mal raus. Letztlich, dass wir einen feineren Umgang mit dem Pferd haben, dass wir uns sensibler dem Pferd öffnen und mitteilen können, dass wir mit weicherer Hand und dieses Wechselspiel beim Reiten. Ich selber bin gerade an dem Thema, dass ich oft meine linke Hand etwas verkannte. Wenn ich aber mehr mein Pferd betrachte, entspanne ich mich automatisch, dann werden meine Hände automatisch beweglicher. Das Pferd reagiert natürlich schneller. Wenn es mehr in Balance ist, muss ich mich nicht so auf dem Sattel festhalten, wenn ich mit Sattel reite. Das heißt, diese Angst,
die manchmal uns klemmig macht beim Reiten, wird abgebaut, lässt die Energie mehr fließen. Das heißt, was ich hier wieder erlebe, wie wichtig dieses Wechselspiel zwischen Mensch und Pferd ist, um letztlich zu dem zu kommen, was wir uns alle wünschen, zur Einheit zusammenzuwachsen, zusammen zu fließen, zusammen zu tanzen, uns als Partner zu erleben, als Gemeinschaft zu erleben und dass wir damit mehr Teil des Lebens werden. Uns mehr mit unserer Liebe auch im Kontakt mit dem Pferd fühlen und hoffentlich vielleicht diese positiven Gefühle dann auch nach Hause in den Beruf, in den Alltag, in die Partnerschaft zu transportieren, wo auch immer sie ihre Kraft brauchen, dass sie sich mehr als Teil des Lebens fühlen, dass sie spüren, sie sind ein Wesen wie ihr Pferd, Teil der Natur, das sich ausdrücken möchte in Liebe und Freude und Kraft. Und ganz klar gibt es natürlich eben auch andere Möglichkeiten der Aufstellungsarbeit mit Zetteln, mit Figuren. All dies erkläre ich im Buch und vielleicht noch in einigen anderen Videos, die jetzt folgen werden. Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude bei der Aufstellungsarbeit und vor allen Dingen viel Mut zu probieren. Was passt für Sie? Was passt für Ihr Pferd? Wo spüren Sie? Wow! Das macht mir Spaß, da kann ich mich ganz positiv mit mir beschäftigen und mich mit meinem Pferd konstruktiv weiterentwickeln.